Was für ein Wochenende in Leipzigs Brüderhöller. Die Damen des MFBC Grimma standen im Flohball-Pokal-Halbfinale den Damen des UHC Sparkasse Weißenfels auf dem Parkett gegenüber. Für viele der Fans aus beiden Lagern war dies das vorgezogene Endspiel. Doch hatten in diesem Spiel Grimmas Damen den besseren Start. Denn bereits in der dritten Spielminute konnte Elena Böttrich nach Vorarbeit von Alexandra Kürt den Führungstreffer erzielen. Ein Spiel, welches auf hohem Niveau geführt wurde, entspannt sich und sah lange Zeit keinen Favoriten. So dauerte es immerhin bis zur siebten Spielminute, als erneut der Ball im Netz zappelte. Doch waren es diesmal die Cats, die sich über den erzielten Ausgleich freuten. Katja Leonhardt konnte dieser Treffer gutgeschrieben werden. Und nur 3 Minuten später schlug es erneut im MFBC-Gehäuse ein. Laura Hönicke erhöhte auf 2:1 aus Sicht der UHC-Cats. Ein wahrer Schlagabtausch entspannt sich nun bereits in diesem ersten Drittel. Chancen auf beiden Seiten und eine solche nutzte dann 2 Minuten vor Ende dieses Drittels Lena-Marie Lübko, um den Ausgleich zu erzielen. Beim Stand von 2:2 wurden nach gespielten 20 Minuten die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt konnte sich keine Mannschaft zu Recht von der anderen absetzen. Zwar hatten auch hier Grimmas Damen den besseren Start, Elena Böttrich erhöhte auf 3:2. Doch gab das Weißenfelser Team noch lange nicht auf. Weißenfels, immer bestrebt, den Sieg zu erringen, schaffte zumindest kurz vor Ertönen der zweiten Drittel die Rene den erneuten Ausgleich. Andrea Gerdes auf Vanessa Weikum und es stand 3:3. So musste die Entscheidung im letzten Drittel fallen. Grimmas Anhang peitschte seine Mannschaft nach vorn. Elisabeth Klaus und Annemarie Mietz konnten ihr Team durch weitere Treffer nach vorn in Richtung Finale bringen. Doch war das Spiel noch lange nicht vorbei. Auch wenn Laura Hönicke für die Weißenfelser Cats den Anschluss zum 4:5 noch erzielen konnte, reichte die Zeit für einen erneuten Ausgleich nicht mehr aus. Mit einem 5:4 Erfolg über die Weißenfelser Cats zogen Grimmas Floorball-Damen ins Floorball-Finale ein. Ihre Gegnerinnen wurden bereits vor ihrem Halbfinalspiel ermittelt. Die Regionalligisten vom USV TU Dresden und der SG Tübingen, Ludwigsburg und Karlsruhe trennten sich in einem nicht minder spannenden Spiel mit 6:1. So traf der MFBC Grimma auf das Regionalligateam vom USV TU Dresden. Auch wenn in diesem Finale der MFBC Grimma als klarer Favorit gehandelt wurde, gaben sich doch die Dresdner Damen nicht von vornherein geschlagen. Trotz der Übernahme der Führung durch die Grimmaer Spielerin Daniela Kolbe schaffte es, das Dresdner Team noch vor Ablauf der ersten gespielten 20 Minuten den Ausgleich zu erzielen. Den Strafpenalty verwandelte Lucy Kalopkova zum 1:1. Auch im zweiten Drittel ließ der Regionalligist aus Dresden nicht locker. Zwar erhöhte Lena-Marie Lübko für den Bundesligisten auf 2:1, doch glichen die Dresdnerinnen wieder aus. Annika Röder erzielte das 2:2. Auch in Unterzahl beherrschte das MFBC-Team das Geschehen auf dem Parkett. Während Lena-Marie Lübko wegen Stockschlagens eine 2-minütige Strafe absaß, konnte Hanna Götze im schnellen Gegenspiel auf 3:2 erhöhen. Und auch diese Führung sollte keinen Bestand haben. Durch ein Grimmaer Eigentor gelingt der erneute Ausgleich. So trennten sich beide Mannschaften nach 40 gespielten Minuten 3:3. Auch im letzten Drittel ließen die Damen aus Dresden vom Siegeswillen nicht ab. Immer wieder tauchten sie gefährlich vorm Grimmaer Tor auf, wo Jan Fischer alle Hände voll zu tun bekam. Doch sollte ihnen ein weiterer Treffer verwehrt bleiben. Der Pokalverteidiger legte hingegen nochmal nach. Stefanie Reinhardt, Daniela Kolbe und Alexandra Kürt bringen durch ihre Treffer das Grimmaer Team auf die Siegesstraße. Unterstützung gab es dabei noch von den Dresdner Damen. Ein Eigentor stellte den Endstand zum 7:3 her. Am Ende dieses spannenden und nervenaufreibenden Matches konnten die Damen des MFBC Grimma nach 2018 erneut den Pokal in Empfang nehmen. Nun gilt es, mit einem letzten Sieg im Bundesligaspiel gegen die SSV Dragons Bonn am 17. März um 14 Uhr in Grimmas Muldentalhalle eine gute Voraussetzung für die Endphase im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu schaffen.